machen wir. Wir sind viel im Kiez unterwegs und ja, und gucken, wie so die Stimmung ist und so weiter. Das macht die Stadtteilkoordination und wir sind die wandelnden Infosäulen, wie ich immer sage. Wir teilen also ganz viel Informationen über Veranstaltungen, über Beratungen, über was im Kiez so los ist. Und es ist eine Menge los, muss man sagen. Genau. Ich stehe jetzt hier vor unserem Familienzentrum, was leider geschlossen ist, weil keiner da ist heute. Freitags haben die immer zu. Die teilen aber freitags abends dann immer noch kochen. Da treffen sich Familien und kochen gemeinsam und probieren neue Gerichte aus und so. Genau, ansonsten gibt es hier eine Ecke mit, ich kann ja hier mal kurz um, da gibt es hier eine Ecke mit Spenden, die hier ankommen und die auch gegen eine kleine Spende sozusagen wieder mitgenommen werden können. Das ist das eine Teilen. Ansonsten teilen die natürlich ganz viel Informationen, ganz viel Fachwissen und sind Ansprechpartner für alle Familien im Kiez. Genau, was ich eben schon mal gezeigt habe, so ein bisschen, das sind hier diese wunderbaren Strickbilder. Das hat eine Bürgerin gemacht, die das auch gerne teilen wollte. Ihre Ideen zum Ostseeviertel, in dem wir uns hier befinden. Weil wir sind hier nämlich nicht nur beim VHV, sondern auch im Nachbarschaftshaus im Ostseeviertel. Genau, das Foyer habe ich vorhin auch schon mal kurz eingeblendet. Genau. Jetzt wird es nochmal interessant. Jetzt gehe ich nochmal auf eine andere Ansicht. Hier ist der Kiez, in dem wir uns befinden. Das ist Hohenschönhausen Nord. Und überall, wo ein Pfeil ist, gibt es was zu teilen. Ganz weit draußen, hier dieses, ist eine neue Carsharing-Station, die absolut neu ist, weil es gibt hier oben kein Carsharing, weil die ganzen Carsharing-Angebote alle nur in der Mitte stattfinden. Oder ganz, ganz wenige, die hier draußen genutzt werden dürfen, weil wir außerhalb des S-Bahn-Rings sind. Da ist es ganz doll schwierig anscheinend, hier Carsharing anzubieten. Warum auch immer. Dieser Plan liegt auf unserem Lastenrad, was auch gerne ausgeliehen werden kann. Und dieses Lastenrad, mit dem sind wir ganz oft im Kiez unterwegs. Ich habe seit mehreren Jahren Sprechstunden in den Centern. Ach so, jetzt bin ich wieder zurück. Sprechstunden in den Einkaufscentern hier, weil das die Stadtteilzentren sind sozusagen. Und die Leute sich da treffen, weil es gibt hier leider keinen Stadtplatz, auf dem man seine Freizeit teilen könnte. Genau, ansonsten habt ihr vorhin vielleicht schon mal gesehen, gibt es einen Riesengarten, der natürlich auch geteilt wird mit der Nachbarschaft. So, jetzt müsste mein Kollege Bernd auch gleich wieder rauskommen. Weil dann würde ich mal sagen, gehen wir mal los. Jetzt müssen wir wahrscheinlich irgendwie ein bisschen, muss der Bernd mal seinen Ton ein bisschen leiser machen, damit es nicht die Rückkopplung gibt. Ich nehme mir mal einen Schirm, damit ich nicht so nass werde und mein Telefon auch nicht. Genau. Ich hoffe, der Bernd filmt jetzt ein bisschen, wie es hier aussieht. Wir sind eine Großsiedlung oder Teile des Gebiets ist eine Großsiedlung. Teile davon sind tatsächlich noch Dörfer, die auch noch als Dörfer funktionieren. Zumindest zwei davon. In dem einen wohnen nur 400 Einwohner. Das ist ein bisschen ab vom Schuss. Das Dorf Malchow. Da gibt es eine ganz tolle Naturschutzstation, die auch ganz viel teilt. Und ja, genau, das ist der Ort sozusagen. Da ist noch, genau, hast du wahrscheinlich gerade die Telefonzelle nochmal im Blick gehabt. Genau, die Büchertauschbörse, die ja geteilt wird. Und so, genau. Genau, da kann man auch ein paar Exponate noch mitnehmen von der Ausstellung, die gerade war. Jetzt sieht man das auf Bernds Bildschirm. Genau. So, ansonsten gibt es hier auch ganz viele Dinge, die wir teilen. Zum Beispiel gibt es hier eine Bürgerjury, die vergibt Geld und besteht tatsächlich aus Bürger und Bürgerinnen, die hier wohnen. Hier sieht man auch mal das Teilen von Informationen in Form eines wie nennt sich's? Eines
eines Schaukastens. Genau, es steht oft gerade jemand davor und guckt, was es so für Angebote gibt. Da sind Angebote aus dem Haus drin, aber auch Angebote aus dem Kiez. Da gibt es ein paar in der Gegend. Genau. Die Bürgerjury trifft sich 3 bis 4 Mal im Jahr, hat 10.000 Euro pro Kiez zur Verfügung und kann da Kleinstprojekte fördern, die das Ehrenamt fördern und die das Umfeld verbessern sollen. Also da kann man ganz viel machen, Parkbänke aufstellen oder auch Schaukästen kaufen oder aber auch ein kleines Nachbarschaftsfest machen oder. Da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Hauptsache, es geht allen dabei gut. Genau, und diese Sachen, die da angeschafft werden, Bierbänke, Beamer, was auch immer man sich da überlegt, die können auch von allen geliehen werden. Das muss sozusagen, gewährleistet sein, dass das passiert. Jetzt hatte ich gerade eine Nachricht, die habe ich aber nicht im Chat. Vielleicht muss ich den Chat mal aufmachen. Ich kann Beate. Ach so. Okay. Da werden die Probleme gelöst. Das ist ja auch schön. Wunderbar. Wo war ich stehen geblieben? Bei der Bürgerjury und den Sachen, die da geteilt werden. Genau. Ansonsten gibt es noch die Möglichkeit, Tauschbörsen zu besuchen. Es gibt die Möglichkeit, wir haben einen Tauschring, den hatte, glaube ich, Sarah auch schon erwähnt im Haus noch. Da hatten wir gestern schon mal drüber gesprochen, über die Tauschringe. Hier gibt es auch noch einen. Natürlich werden Räume zur Verfügung gestellt von allen öffentlichen Gebäuden sozusagen. Also man kann den Jugendclub mieten und dort sein Fest feiern, wenn man möchte. Genau, außerdem, Achtung Sarah, jetzt musst du gleich ein Video einspielen, gibt es noch eine Kiezwerkstatt, die sich hier gegründet hat. Und da die Orte, in denen wir sind, relativ weit auseinander sind, haben wir kleine Videos aufgenommen und würden jetzt gerne eins davon zeigen, nämlich die Kiezwerkstatt, die sich gegründet hat im Zuge des Zuzugs der Geflüchteten 2014-15. Hat es angefangen, 15, 16. Genau. Sarah, wie sieht's aus? Sarah guckt noch. Dann rede ich noch ein bisschen. Genau, danach gibt's noch mal ein Video, aber das werden wir dann nachher noch erklären. Jetzt geht's los. Guten Morgen, mein Name ist Tilman Fritzens. Ich bin ein mini kleines Video zu unserer schönen Fahrrad-Kiez-Werkstatt im Welse-Club zu machen, hier in Hohenschönhausen. Da es ja heute in einem Videochat darum gehen soll, zum Thema Verteilen Projekte vorzustellen, und da ich leider am Freitag selber nicht teilnehmen kann, habe ich mir gedacht, ich nehme vorher mal ein kleines Video auf. Ich habe diese Werkstatt ehrenamtlich vor etwa 5 Jahren gegründet, als hier in Hohenschönhausen die ersten Containerdörfer aufgebaut wurden. Und habe mir gedacht, dass Menschen, die in Falkenberg ganz weit aus draußen abgelegen mit nur einem Bus, dem 197er, der alle 20 Minuten fährt, an die Stadt besser anzuschließen, dass es vielleicht gut wäre, den Leuten diesen bedürftigen Fahrräder zur Verfügung zu stellen, mit denen sie fahren können. Und unsere Idee war von Anfang an, eine Werkstatt aufzubauen, in der die Bedürftigen beim Schrauben beteiligt werden, das heißt sich Fahrräder, die sie sich selber aufbauen, auch aussuchen können, passend zu ihrer Körpergröße, nach ihrem Geschmack und dann mit ehrenamtlichen Schraubern zusammen aufzubauen. Das hat super funktioniert, das ist auch von den Geflüchteten sehr gut angenommen worden und mittlerweile, beziehungsweise war das schon die Grundidee damals, aus dieser Not heraus Geflüchteten zu helfen, trotzdem die Perspektive nicht aus den Augen zu verlieren, früher oder später diese Werkstatt als Kiezwerkstatt zu öffnen, was jetzt seit ungefähr 2,5, 3 Jahren auch passiert ist. Das heißt, hier können jederzeit zu bestimmten Öffnungszeiten Bedürftige aus dem Kiez, hier aus dem Umfeld, aus der Nachbarschaft kommen und sich hier kostenlos ihr Fahrrad reparieren. Wir können ja mal eine kleine Runde durch die Werkstatt drehen. Wir haben hier ganz
eigentlich ganz gut, klein, aber fein, diese Werkstatt aufgebaut mit teilweise neuen Ersatzteilen, die wir aus größtenteils aus Spenden finanzieren. Wir haben auch hinten im Regal gebrauchte Ersatzteile, die wir aus alten Fahrrädern, die wir nicht mehr aufbauen können, generieren, also abschrauben, ausschlachten und natürlich dann auch Leuten anbieten, die vielleicht gar kein Geld haben, auch hier aus dem Kiez und sagen, ich kann mir noch nicht mal einen neuen Dynamo leisten. Den bieten wir dann einfach kostenlos gebrauchte Ersatzteile an. Ansonsten haben wir hier Montageständer, wir haben hier Werkbänke mit allem möglichen Kleinkram. Und was für uns ganz wesentlich auch nochmal ist, wir haben von einem befreundeten Programmierer aus einer anderen Fahrradwerkstatt eine Datenbank, über die wir unsere Fahrräder verwalten. Das heißt, alle Fahrräder, die wir in unserer Werkstatt aufbauen, werden erstmal auf Fahndung überprüft. Und erst wenn sie von der Polizei freigegeben werden, kann sich jetzt ein junger Mann zum Beispiel dieses BMX-Rad aussuchen, kann sagen, das hätte ich gerne. Wir können sagen, ja, dieses Fahrrad ist von der Polizei auf Fahndung überprüft. Du musst keine Angst haben, dass du, wenn du mal eine Fahrradkontrolle kommst, möglicherweise Konsequenzen daraus hast, sondern sind freigegeben von der Polizei ohne Fahndung. Und dann kann dieser junge Mann mit dem ehrenamtlichen Schrauber zusammen hier dieses Fahrrad aufbauen und wieder verkehrstüchtig machen. Ein ebenfalls wichtiges Detail unserer Werkstatt bzw. unseres Konzeptes ist, dass die Menschen, die zu uns kommen und hier mit ehrenamtlichen Schraubern die Fahrräder aufbauen, dass die für dieses Fahrrad, wenn sie es übernehmen, ein kleines Pfand bezahlen, einen kleinen Pfandbetrag. Momentan haben wir es so, dass Erwachsenenräder 20 Euro Pfand kosten, Jugendräder 10 Euro und Kinderfahrräder 5 Euro Pfand. Das hat nur den Hintergrund, dass es einen Anreiz gibt für die Nutzer der Räder, dass wenn sie die Räder nicht mehr haben wollen, wieder zurückbringen. Sie kriegen von uns auch einen Zahlenschloss mit einer Zahlenkombination mit, die wir auch in unserer Datenbank verzeichnen. Das heißt, wenn die Menschen möglicherweise ihren Code vergessen, können sie bei uns anrufen und fragen, wie heißt mein Code? Und dann können wir die Fahrräder eben wieder freischalten. Das sind eigentlich so die wesentlichen Geschichten. Wichtig ist für uns, dass wir feststellen beim Schrauben, dass wenn die Menschen ihre eigenen Fahrräder mit uns zusammenschrauben, dass sie einen sehr engen Bezug zu ihrem Fahrrad bekommen. Das heißt, sie wertschätzen das Rad ganz anders. Sie haben auch viel mehr Möglichkeiten, selber Einfluss zu nehmen. Welchen Sattel nehme ich, welchen Lenker nehme ich? Also natürlich alles im eingeschränkten Maße. Wir können jetzt nicht die Lackierung ändern oder sonst irgendwas. Aber alles, was den Fahrkomfort auf dem Fahrrad verbessert, unterstützen wir gerne. Und was auch wichtig ist, dass diese, ich sag's mal, Dauerleihgabe, die wir auch über dieses Pfandgeld gewährleisten oder über diesen Verleih des Fahrrads gewährleisten, dass die Menschen jederzeit auch in dieser Zeit, wenn bei dem Fahrrad mal was kaputt ist, hier rumkommen können und sagen können, hier, euer Fahrrad, das ihr mir geliehen habt, da ist ein Platten drauf, die Schaltung funktioniert nicht mehr, dann können wir das einfach vornehmen und mit den Menschen zusammen wieder reparieren. Okay, ich hoffe, das war mal ein schöner kleiner Einblick. Wenn es noch weitere Fragen gibt, können Sie mich gerne anrufen. Beate Jahnke hat meine Nummer. Oder wenn man per Mail eine Anfrage stellen möchte, einfach an tillmann.gangway.de. Ich bin Steve-Bürger bei Gangway. Können Sie mir gerne eine Mail schreiben an tillmann@gangway.de. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Tschüss! Jetzt könnte mich Hau, glaube ich, wieder hören. So, hat das alles geklappt? Ja, hat alles geklappt, würde ich sagen. Also ich habe alles gehört und alles gesehen. Ich hoffe, die anderen auch alle. Gut. Super, Kötchen. Sehr gut. Der Bernd, der filmt jetzt schon wieder weiter. Wir haben hier nämlich das schöne Highlight, dass irgendjemand hier ganz viele Vogelhäuschen in einer Straße aufgestellt hat. Und das finden wir immer so zauberhaft, dass wir das mal filmen wollten und zeigen. Auch das ist Teilen. Man kann einfach Vogelhäuschen an den Baum hängen und andere Leute wirklich damit erfreuen, weil das so wundervoll ist, wie ich finde. Damit sind wir schon beim Thema Grün.
Genau, und Hohenschönhausen ist ein relativ grüner Bezirk. Es gibt viele, viele, viele ganz kleine Parks, unter anderem, wo Kitas damals abgerissen wurden oder Schulen, die jetzt wieder fehlen. Da sind ganz viele kleine Parks eingerichtet worden und so weiter und so weiter. Und unter anderem gibt es eben einen Nachbarschaftsgarten. Liebe Sarah, bereite dich schon mal vor auf das nächste Video. Da haben wir auch ein kleines Video gedreht, weil es zu lange gedauert hätte, da jetzt hinzulaufen. Und genau, das ist auch eine ganz tolle Geschichte, wo Urban Gardening stattfindet seit Jahren. Die sind auf einem Gelände der HOBOG und gerade davon betroffen, dass die HOBOG überall bauen muss und soll. Und genau, Sarah, wie weit bist du? Wie viel muss ich noch erzählen? Ich bin soweit. Gut. Und es geht los. Super. Hallo Sabine. Hallo Beate, herzlich willkommen im Garten. Wie schön mal wieder hier zu sein. In wunderbaren Nachbarschaftsgarten. Ja, ich bin ja heute hier, weil ein Kiezspaziergang ist und weil ich was wissen will über euren Garten und was ihr hier so treibt. Mhm. Wie lange seid ihr denn schon da? Also wir haben angefangen 2011. Ja. Da war das hier vom Kindergarten noch, den haben sie ja zugemacht, da lag ja lange brach alles hier, total verwildert. Und wir haben 2011 angefangen, rund reinzukommen. Ich kann mich gut erinnern. Mm-hmm, komm, wir gehen mal zum ersten Beet. Und hier haben wir unser allererstes Beet, was wir gemacht haben. Das ist unser Rosenbeet, bevor wir mit den anderen angefangen haben. Genau, da wurde ja dann auch ein Baum gepflanzt, ne? Genau. Da war ja auch ein Bürgermeister also der und so. Steht ja noch, da war ja der Herr Geisel damals. Ja. Aber das war das allererste. Und dann wurden ja immer mehr Beete gemacht. Wie groß sind die immer? Wir haben jetzt also 20 Quadratmeter Beete und 40 Quadratmeter. Das ist ja schon eine Menge. Da kommen wir ja schon zusammen circa 30 Stück. Und dann Gemeinschaftsbeete noch ein paar. Mhm. Ja, naja, wir haben die jetzt aber auch vergeben, also was ehemals Schulbeete war, haben sich welche gefreut. Sehr gut. Und ihr habt ja dann sukzessive immer die Beete vergeben und jetzt ist ja eigentlich voll? Jetzt ist voll, ja. Wir haben jetzt zwei, die weg sind, die quasi leer sind, aber wir wollen sie jetzt nicht vergeben, weil wir bedingt durch die Situation jetzt nicht wissen, was kommt. Ja, weil es sein kann, dass bebaut wird. Genau, weil die Beete müssen alle weg, die hier sind. Und die jetzt frei sind, sind hinten. Ah, ja, und da wollen wir dann eventuell von denen, die hier sind, dann welche verlagern oder noch neue. Also wir wissen ja noch gar nicht, was passiert. Also, und das, was die Leute hier anpflanzen, ist auch deren? Das heißt, die dürfen das dann auch ernten und... So. Die dürfen alles anpflanzen, außer Bäume. Ah ja, okay. Also und keine Häuschen drauf bauen oder sonst irgendwas. Ne? Aber ansonsten darf alles angepflanzt werden, was sie wollen. Genau. Und alles, was sozusagen hier steht an Bäumen, war vorher da? Das war vorher da. Genau. Und ja, wir haben hier auch noch als Anwohner ein bisschen sozusagen, haben wir noch hier die Apfelbirne, Pflaume, die sind später gekommen. Hinten haben wir noch ein paar Pfirsichbäumchen, die sind aber alle nicht. Und, aber ansonsten kann man ja als Anwohner herkommen und wenn die Mirabellen fertig sind, kann man sich da welche mitnehmen, wenn man euch trifft und wenn man fragt. Wenn offen ist. Ja. Nicht über den Zaun klettern. Ja, sag mal, was gibt es noch für Highlights? Ja, wir haben also einen schönen Kinderspielplatz haben wir noch gebaut. Im Sommer haben sie ein Planschbecken und ja, also für die Kids ist das prima. Ja. Gerade auch für die Kleinen, die können hier rumkrabbeln und alle, das ist, ja, also wir gehen jetzt einfach mal. Wir gehen einfach mal los. Genau, und dann zeige ich mal ein bisschen was. Hier haben wir unseren Schuppen, da sind alle Materialien drin und Geräteschaften, die wir brauchen. Ist auch für alle, kann sich jeder nehmen, was er braucht. Und klappt wunderbar. Sehr gut.
Strom hat, da sehe ich. Wir haben Strom. Und Wasser? Hat lange noch gedauert. Hör auf. Wir sind ja am Anfang noch von zu Hause mit Gießkanne. Ich kann mich erinnern. Ach, das war furchtbar. Ja. Und dann hatten wir erst drüben am Haus auch so einen Anschluss, wo wir denn die Wassertonnen immer gefüllt haben. Ja. Das sind 40 Quadratmeter Beete alles. Ist ziemlich viel Fläche. Ja. Aber kann man auch schön was machen? Da kann man und sich selber ernähren, ja, sozusagen. Genau. Autark. Da kann man selber. Braucht man keine Tomaten mehr kaufen. Nee. Und dann macht ihr ja auch ein bisschen was für die Nachbarschaft manchmal. Ja, wir haben ja Feste, die wir machen, also Sommerfest. Teilweise, wir hatten auch schon Trödelmärkte gemacht. Und ja, Kinderfest. Und dieses Jahr durch Corona natürlich nichts. Aber kommen eigentlich auch immer eine Menge Leute, muss ich sagen. Genau, hier ist das Schöne. Hier haben wir ein Gemeinschaftsbeet. Und hier sind Pfirsichbäumchen. Und die Bienen? Und die Bienen sind da, genau. Bienchen haben wir auch. Nicht nur Berlin, auch Hohenschönhausen summt. Dann habt ihr ja auch so eine Komposttoilette, habt ihr hier, ne? Eine Komposttoilette, Kompost an sich haben wir auch. Klar. Wir haben sowieso alles Bio. Hier haben wir unsere Komposthaufen. Jetzt haben wir noch Kürbis drauf. Na klar, der wächst von alleine. Hier haben wir noch eine Naschwecke für die Kinder mit Himbeeren. Aber da ist momentan nur Strom. Und schön versteckt. Ja, das war ja auch ein längeres Projekt mit der Komposttoilette. Ja, ne? Ich sag ja, jetzt, wo wir wirklich alles eigentlich so haben, wie wir es gedacht hatten. Naja. Hier ist der Spielplatz, der schöne. Und die schöne Jurte. Das war ja ein Projekt von Studenten. Von Studenten. Haben wir noch einen Schuppen jetzt und da haben wir noch ein Zelt. Kann man sich auch bei Regen hinsetzen. Hier haben wir jetzt auch 20 Quadratmeter Beete. Hier vorne und hinten wieder 40. Ja Mensch, das hat sich sehr entwickelt, finde ich. Ich finde, es hat sich sehr entwickelt. Also, aber alle, die es von früher her kennen, also die wissen, wie es ausgesehen hat, wo hier nichts war. Und durch Zufall mal hier drauf stoßen, die sind total begeistert. Ja, genau. Ist auch ein wunderbarer Ort in dieser Großsiedlung. Ist, weil es so ein bisschen versteckt ist, wissen nicht mal welche, die vielleicht zwei Straßen weiter wohnen. Also, und wenn die durch Zufall hier mal lang gehen oder von jemand hören, oh, du wusstest ich gar nicht, was habt ihr denn? Genau. Na, mir passiert es oft, dass ich bei meinen Sprechstunden gefragt werde, ob es irgendwo eine Möglichkeit gibt zu gärtnern. Und dann zähle ich immer auf, 1, 2, 3, 4 und dann sind sie mal alle ganz verdorben. Ja, weil nebenan die immer auch schon nachfragen, wo man das hier machen kann. Ja. Und die auch nicht schon dabei. Dann habe ich erstmal alle Informationen, die ich brauche. Und ich danke dir sehr, bitteschön, dass du mir mit vielen Informationen zur Verfügung gestanden hast. Vielen Dank. Du gehst neben mir. Ja, ich spreche da. Hallo, hallo. Ich glaube, ich bin wieder online jetzt. Kann das sein? Sehr gut. Zu sehen und zu hören. Ich klinge mich wieder aus. Ich weise nur darauf hin, liebe Beate, es sind nur noch 17 Minuten Zeit. Ja, wir haben inzwischen Valentina getroffen. Valentina Mazzola. Man sieht sie jetzt von hinten, nehme ich an. genau. Valentina arbeitet in der Bibliothek, in der Anna-Segers-Bibliothek in Lichtenberg-Hohenschönhausen und ist eine sehr engagierte Kollegin und will mit uns ein bisschen darüber sprechen, was es alles so gibt in der Bibliothek, was man so teilen kann, außer Bücher ausleihen. Das ist natürlich klar, man leiht Bücher aus und Medien und was es sonst noch so gibt. Wird jetzt ein bisschen Valentina erzählen, weil die haben ganz viele neue, tolle Ideen mit Beteiligung, zum Beispiel eine Jugendecke einzurichten, das ist gerade das Neueste. Da gibt es eine kleine Ausstellung, da kann man mitmachen. Genau, Valentina, erzähl doch mal. Ich erzähle. Ah, hallo. hallo. genau. Ja, wo fange ich denn an? Mit dem Fahrrad? Fangen wir damit an? Ja, wir gehen da ja gleich vorbei. Vielleicht machen wir das dann. Okay, dann erzähle ich. Genau, wo seid ihr denn? Wo sitzt ihr denn? Genau, die Bibliothek ist in einem Einkaufszentrum. Zeig mal drauf, Bernd.
Wir sind hier da, genau. Und da in diesem Einkaufscenter, im Lindencenter, was das größte Einkaufscenter oder das einzige Einkaufscenter in Hohenschönhausen ist, da sitzt die Bibliothek mit drin. Leider nicht in dem Verkaufsbereich, sondern ein bisschen hinten. Und aber es ist ein bisschen schwierig, die zu finden. Aber wenn man sie mal gefunden hat, geht man, genau. Bernd hat gerade den Balkon, der auch ganz toll ist. Da gehen wir auch gleich noch drauf. Und genau. Und da kann man jetzt ganz viele tolle Sachen machen. Genau. Valentina kommt mal zurück. Ich drehe mal um. Dann ist das Mikro auch so, dass man dich hört. Ah, sehr gut. Genau. Oben werden wir schon begrüßt. Genau. Sehr schön. Wir gehen jetzt gleich da rein. Da wird gleich wahrscheinlich dann zumindest im Fahrstuhl unser Internet abbrechen. Aber erstmal können wir das Fahrrad. Genau, aber erstmal machen wir das Fahrrad. Auch hier in Hohenschönhausen gibt es die Flotte. Das war ja gestern auch schon mal erwähnt. Das ist ein initiiertes Projekt, was in Lichtenberg relativ groß ist, weil der Bezirk mit tut. Und da kann man sich umsonst Lastenräder ausleihen. Nicht umsonst, sondern natürlich nur kostenfrei. Weil umsonst ist ja nicht. Genau. Wir müssen genau einmal ziehen. Das ist hier nicht so einfach. Genau. Hier könnte man jetzt, wenn ich mein Telefon mal drehe, eins dieser Lastenräder sehen. Gleich wird es auch Bernd nochmal einfangen. Nehme ich mal an. Wir können ja schon mal den Fahrstuhl holen. Vielleicht gibt es jetzt gleich eine Unterbrechung. Weil natürlich im Fahrstuhl die Internetverbindung nicht so gut ist, aber vielleicht schaffen wir es ja trotzdem. Das weiß ich nicht. Jetzt ist der Fahrstuhl da und wir sind wahrscheinlich gleich weg. Mal gucken, wie es ist. Vielleicht gibt es ja auch genug Netz, damit ich muss hier anders nicht hinstellen. Ich weiß ganz viel nicht. Hier. Oh, sind wir schon. Schirm einfach hier in die Ecke. Hallo, da bin ich wieder. Genau. So, jetzt sind wir hier in der Bibliothek. Bernd filmt ordentlich. Und jetzt, Valentina, erzähl mal, was es hier alles so gibt. Genau. Das ist der Haupteingang, das ist die erste Etage und die Terrasse ist da gleich vorne. Genau. Wir können gleich auf die Terrasse gehen oder machen wir das im Anschluss? Ja, wir gehen erstmal hoch. Wir gehen erstmal hoch. Das ist die spannende Etage, die zweite Etage. Genau, da ist spannend. Du darfst schon weiterreden? Genau, in der zweiten Etage ist der Kinderbereich und der zukünftige Jugendbereich und unserem Makerspace. Das zeigen wir als Erste, würde ich sagen. Genau. Bernd hat jetzt gerade noch mal die schöne Ausstellung, die hier hängt, mit riesen Bildern, die Kinder gemalt haben, für 30 Jahre Hohenschönhausen. Das ist schon eine Weile her. Sagen wir bald 35. Genau, da ist der Makerspace. Genau, Bernd kommt gleich. Ja, wir können ja schon mal reden. Ja, der Makerspace bei uns wurde im Februar eröffnet und hat der Titel Robo und Faden, weil es um Sticken, Stricken, Nähen und Robotik geht. Ich glaube, gerade läuft eine Einführung. Genau. Genau, da ist meine Kollegin, unsere Medienpädagogik, die dafür zuständig ist. Wir klopfen. Hallo, wir schon wieder. Wir wollen nur einmal durchfilmen. Ne? Hast du ja schon gehört. Genau, was man hier alles machen kann. Genau. Hier sind verschiedene unterschiedliche Näh- und Stickmaschinen.
und ist ein 3D-Drucker. Kann man mich hören? Ja, ja, man hört. Und ein Plotter, womit man T-Shirts oder ähnliches drucken kann. Genau, wenn man hier die Maschine, also die Maschine sind für alle offen. Offen, genau, genau. Man kriegt erstmal eine Einführung zu den unterschiedlichen Maschinen und dann hat man den freien Zugang. Genau, wir können ja draußen weiterreden, genau, damit die in Ruhe die Einführung weitermachen können. Genau. Also genau. Hier war gerade nochmal die Frage gekommen, ja, im Chat, wer nutzt das? Im Moment sind es relativ wenig Leute, hatte genau meine Kollegin erzählt, aber es läuft wieder an. Ja, sind weniger Leute, weil wir ja, durch Corona. Genau, das ist also, weil wir den Abstand halten müssen, dürfen wir nicht so viele Leute reinlassen. Aber als wir eröffnet haben, hatten wir ganz viele Buchungen eigentlich. Also es wurde sehr viel genutzt. Ja. Von den Bibliotheksnutzern, aber auch extra, also Leute, die extra zu uns gekommen sind. Genau, und jeder kann es nutzen, der einen Bibliotheksausweis hat. Richtig. Genau, also den muss man haben. Genau, die Fahrradwerkstatt wird hier nochmal gefragt, wird auch von den Anwohnerinnen um die Fahrradwerkstatt rumgenutzt. Um diese Frage auch nochmal kurz zu beantworten. Sehr gut. Genau. Also, wie gesagt, zu dem Makerspace gehören auch die Robotik. Und das können wir hier sehen. Genau. Und zwar, das ist das Angebot für die Kinder. Und zwar einmal in der Woche erklärt ein Mitarbeiter der Bibliothek, wie man Roboten programmieren und aufbauen kann. Genau, da sind einige. Und das ist auch ganz gut besucht. Und dann noch das Letzte, was zum Makerspace gehört, ist, sind die Tabletop-Spielen. Also sind ja, Rollenspielen, die man mit solchen, hier sieht man, ja, Figuren, Miniaturen spielt. Und diese Miniaturen kann man zusammenbasteln, malen, auch bei uns. Die sind normalerweise sehr teuer. Deswegen freuen wir uns, dass unsere Nutzer das auch kostenlos bei uns nutzen können und damit spielen können. Super. Das sind ja ziemlich viele Angebote, die es, glaube ich, sonst nicht so oft gibt. Genau, das ist Bernds Lieblingsspielzeug. Der Autobot. Da werden nochmal Stadtteilarbeit mitgemacht, aber das ist noch nicht fertig sozusagen. Genau. Da gibt es dann auch noch Lego oder Duplo ist es wahrscheinlich eher, was man zusammen, Lego und Duplo, ja, dass man zusammenbauen kann, was so ein bisschen Technik mit enthält, ja, damit die Kinder damit genau konfrontiert werden können. Ansonsten kann man natürlich hier die Medien ausleihen und man kann aber auch Lesungen hören, man kann Veranstaltungen besuchen, man kann einen Raum mieten. Richtig. Und man kann, was kann man noch? Wir haben die Ausstellung. Ja, genau, genau. Die Ausstellung, sollen wir da mal hingehen? Ja. Wir gehen da mal hin, wir haben noch ein, genau, bisschen Zeit. Ja, von der Anna Segers, der Kopf von der Anna Segers ist da noch. Ist auch eine Schriftstellerin gewesen, genau. Wir laufen jetzt in unseren zukünftigen Jugendbereich. Also wir haben eine Ecke, diese Etage ausgewählt, wo das, der Jugendbereich kommen soll. Und haben wir dann einen Workshop vor einigen Wochen durchgeführt mit drei Künstlern. Die haben zusammen mit Kindern und Jugendlichen Entwürfe für ja, für Möbel, für diese Ecke entworfen. Genau. Zeig mal mein Lieblingsbuch, Bernd. Mein Lieblingsbuch. Hier kann man nämlich dann noch mitmachen und abstimmen, welches dieser Möbelstücke tatsächlich entstehen soll und dann hier irgendwann auch dann zu bevölkern ist. Genau. Nachdem, wie groß es ist. Ja, also eigentlich haben wir das vor, schon im November, also auf jeden Fall bis Ende des Jahres hier das alles. Dass es fertig ist? Ja. Dass es hier steht? Ja. Wow. Mal schauen, ob wir das hinkriegen. Aber das ist der Plan auf jeden Fall. Genau. Jetzt kommt mein Lieblingsbuch. Genau, das finde ich ganz großartig. Das hätte ich gern. Aber ich bin ja hier nicht die Einzige, die irgendwas zu sagen hat. Dann gucken wir mal, wie weit ich die Leute noch beeinflussen kann, dass mein Lieblingsbuch auch gebaut wird. Ja, stimmt. Genau. Online abstimmen. Genau. Ansonsten ist es ein Riesenfläche, die man nutzen kann und man hat hier, wie viele Arbeitsplätze gibt es? Oh, viele? Viele? Glaube ich, ne? Oder
Weißt du nicht? Ich weiß das nicht. Egal. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall viele Arbeitsplätze. Also man kann hier auch gut lernen für seine Arbeiten, für das Studium, für irgendwas. Leider war auch das Corona-technisch geschlossen. Aber dafür waren die Bürgerinnen fündig. Ich habe gehört, es gab eine Initiative von Menschen, die ihre Wohnung zur Verfügung gestellt haben in der Zeit, in der Corona-Zeit, wo der Lockdown war. Und Teile der Wohnung sozusagen an Menschen vermietet haben, die Homeoffice machen mussten oder an die Jugendlichen zum Lernen mit Arbeitsplatz. Das fand ich eine tolle Initiative, muss ich sagen. Ersetzt natürlich nicht die Bibliothek. Aber es fiel mir gerade ein, deswegen wollte ich es nochmal erzählen. Genau, also es gibt hier viel, viel, viel Engagement auch in der Nachbarschaft. Genau, die schönen Corona-Schilder können wir auch mal. Genau, ich habe ja gelesen, dass in den Bibliotheken die Medien weniger werden. Das stimmt, weil Medien sind nicht mehr im das ist eine, ja, nein, das ist, so würde ich das nicht sagen, aber das ist nicht mehr der Schwerpunkt unbedingt. Und zwar die Bibliothek, Stadtbibliotheken wollen ein Ort der Begegnung werden. Genau, und daran arbeiten wir. Ich würde sagen, wir sind schon ein Ort der Begegnung. Auf jeden Fall. Ja. Genau, deswegen, weil die Medien, so klassische Medien, auch weniger ausgeliehen werden, versuchen wir auch Platz für andere Angebote zu schaffen. Sehr schön. Ja. Beate? Ja? Wir haben jetzt noch 4 Minuten und es kamen im Chat jetzt noch ein, zwei Fragen, die ich gerne weitergeben würde. Interesse herrschte an den Bebauungsplänen für den Garten. Was soll da gebaut werden? Kannst du dazu vielleicht noch kurz was sagen? Das kann ich gerne tun, Valentina, wenn du schon... Wir würden dich jetzt entlassen, weil das ist ein Thema, was nicht die Bibliothek betrifft, glücklicherweise. Ich bin gerne die Terrasse. Genau, wir nutzen jetzt die Terrasse. Also ich würde mal rausgehen, Bernd kann ja noch ein bisschen filmen und kann was zu den Bebauungsplänen sagen. Leider ist es ja so, dass auch in Hohenschönhausen, oder nicht leider, es ist so, dass auch in Hohenschönhausen gebaut werden muss. Und der Fakt ist, dass die Fläche des Gartens gehört zur HOWOG, oder gehört der HOWOG, ein städtisches Unternehmen, was hier den Großteil der Wohnungen im Sortiment hat sozusagen. Und die müssen ihre Flächen bebauen. Und zu diesen Flächen gehört eben auch der Garten. Das ist natürlich ein bisschen schade. Aber es ist sozusagen das Angebot noch, sieht man mich noch? Ja, kaum noch. Es ist das Angebot sozusagen, den Garten teilweise zu erhalten, beziehungsweise mit zu integrieren. Die Gärtner wissen nur im Moment nicht, wie es weitergeht. Sie wissen, dass sie nächstes Jahr noch safe sind sozusagen und es soll die Hälfte der Fläche bebaut werden. Es ist so, ist es besser. Ne? Genau, und die Hälfte und die andere oder Teile davon wird dann wohl der Garten erhalten, aber das ist alles noch nicht spruchreif. Sie wissen nicht, wann das passieren wird. Sie wissen nicht, ob sie den Garten zwischendurch nutzen können. Wie groß der Garten ist, liebe Hille, weiß ich nicht. Das ist eine Fläche, wo früher ein Kita drauf stand mit Garten. Also es ist eine relativ große Fläche, es ist ein relativ großer Innenhof. Ich weiß nicht, ob wir das gesagt hatten in dem Video, kann ich mich jetzt nicht erinnern. Aber ich weiß nicht, wie groß die Fläche ist. Genau. Also es ist so schade, aber man versteht natürlich auch, dass die HOWOG Wohnungen bauen will oder muss. Das ist ja deren Auftrag auch so ein bisschen, die Wohnungen zu bauen. Und ja, also da ist so ein bisschen der Konflikt nicht das, was gebaut werden soll, sondern dass die Kommunikation im Moment ganz schlecht ist. Aber das ist ja immer ein Problem bei Bauvorhaben. Es gibt ja noch mehrere andere Bauvorhaben hier, die auch ganz schlecht kommuniziert werden. Im Moment geht das Gerücht oder der Antrag in Lichtenberg ist eingegangen, dass es für das sogenannte Zentrum Hohenschönhausen rund um das Cinemotion, das ist da hinten. Wir haben nämlich auch ein Kino in Hohenschönhausen, dass dort eine Schaustelle eingerichtet werden soll. Aber das
weiß ich nicht, ob das so wird oder nicht, aber das wäre ja auch mal eine Form der Beteiligung, die mir gut gefallen würde. Genau, das war soweit dazu. Wenn es dazu keine Fragen mehr gibt, dann würde ich mal fragen, ob es noch andere Fragen gibt. Eine Frage zur Fahrradwerkstatt taucht noch auf. Ich weiß nicht, ob du das beantworten kannst, wie die versicherungstechnisch abgesichert ist. Die sind angebunden an den Jugendclub und sind da versicherungstechnisch mit eingebunden und Gangway hat die Leute versichert, also die Ehrenamtlichen. Also das Equipment und die und alles andere ist über Gangway versichert, weil die haben auch eine mobile Fahrradwerkstatt. Die haben eins der Lastenräder von uns, also vom VHV zur Verfügung gestellt gekriegt, weil wir nur eins nutzen und machen damit eine mobile Fahrradwerkstatt, wo sie dann auch in die Einrichtungen fahren können, die sie betreuen. Und das ist über den Welse-Club versichert und also die Menschen sind über den Welse-Club versichert und das Equipment über Gangway. So ist die Versicherungslage. Genau. Bis auf einen sind die in der Fahrradwerkstatt alle ehrenamtlich unterwegs und da ist auch gerade was Schönes passiert eigentlich, nämlich, dass es eine Initiative gibt, 10 Sekunden, das zu verstetigen. Und jetzt wünsche ich allen noch viel Spaß beim Theater.